Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video, endlich mal wieder. Ja, ich habe die 20.000 auf Instagram geknackt und habe dann meinen Followern dort versprochen, ich mache wieder mehr auf YouTube und deswegen jetzt hier das erste Video. Einfach nur kurze Ankündigung eigentlich, dass es jetzt weitergeht. Nichtsdestotrotz möchte ich euch gerne auch ein bisschen Mehrwert geben mit diesem Video. Ich habe keinen Bock auf diesen Standard-YouTube-Kram, Unterhaltung und Comedy und hin und her. Da seid ihr bei mir falsch auf jeden Fall. Ich will mich nicht diesem Standard-Ding beugen, wie das im Moment so auf YouTube gang und gäbe ist, und werde so selber mir treu bleiben und ich werde das irgendwie auf YouTube zeigen, was ich, ja klar, was ich halt selber mache und was ich halt für wichtig erachte und was ich halt mit der Welt da draußen im Endeffekt teilen möchte. Ja, Stand der Dinge im Moment, wir haben jetzt Oktober schon fast, 29. September, das Jahr ist fast vorbei, mal gucken, was in den nächsten 3 Monaten noch so geht. Und apropos Zeit, da sind wir auch schon beim Thema. Ich switche mal kurz die Kamera und dann gehen wir direkt zum Video, worum es jetzt eigentlich ist. Ich werde jetzt alles von dieser Perspektive hier euch erklären. Ich hoffe, ihr versteht mich gut, weil das Mikro ist jetzt eigentlich in die andere Richtung gerichtet. Ja, aber zum Thema. Das hier ist sozusagen unsere Lebenslinie, sagen wir mal so. Ich bin hier in 10 Jahressprüngen vorangegangen. Und ich gehe jetzt mal davon aus, so, wir werden alle mit 0 Jahren geboren. Das ist eigentlich klar. Und das hier ist jetzt so ein grober Richtwert, 80 Jahre. Das ist je nach Lebensweise, je nachdem, wo wir leben, wo, wie unser Lebensstil ist und so, ist das natürlich variabel, plus, minus, ne? Aber ich bin jetzt mal so grob mit 80 gegangen. Ja, hier kommen wir auf die Welt und wir fangen so ungefähr, hier ist so unsere Jugend und dann sind wir hier so kurz vor den 20. Und hier ist eigentlich so, ja, die schönste Zeit so eigentlich vorbei, sage ich mal. Denn hier fangen wir meistens an zu arbeiten. Arbeit. So, wir arbeiten dann bis ungefähr hier, bis Mitte 60, Ende 60. Und wenn wir jetzt mal diesen Zeitraum betrachten, von hier bis hier. Diesen gesamten Zeitraum in unserem Leben verbringen wir mit Arbeit. Hier ist schön, gehen wir zur Schule und es ist entspannt. Und hier sind wir im Rentenalter, da haben wir auch nichts mehr zu tun. Das ist eigentlich alles ganz nett da. Aber in dieser Zeit arbeiten wir. Das heißt, wir haben Verpflichtungen, denen wir nachkommen müssen und viele von uns leben nur von Montag bis Freitag und freuen sich dann aufs Wochenende, wo sie dann, ja, ich habe mit diese Woche erst noch mit jemandem gesprochen und der hat da gesagt, ja, am Wochenende sich abschießen und seinen Kopf resetten, damit man die nächste Woche wieder durchsteht, Montag bis Freitag. Und das ist definitiv, finde ich, der falsche Ansatz. Also Leute, was ich im Endeffekt euch damit zeigen will, ist eigentlich, wie viel Zeit wir im Leben mit Arbeit verbringen. Und was ich damit sagen möchte ist, sucht etwas hier in eurem Leben, womit ihr die meiste Zeit verbringt. Und zwar sucht etwas, was ihr liebt zu tun. Nicht nur fürs Geld, nicht nur Geld ist wichtig, Leute, sondern überlegt mal, wie groß dieser Zeitraum ist und wenn ihr da nur für Geld arbeitet und für nichts anderes, nicht weil ihr das gerne macht oder weil ihr etwas irgendwelchen Menschen zurückgeben wollt, verschwendet ihr eure Zeit und dann wundert es mich auch nicht, dass am Wochenende immer alle Leute sich irgendwie abschießen müssen, damit sie wieder klarkommen, dass schon wieder eine neue Woche beginnt und schon wieder Montag ist. Deswegen Leute, sucht euch etwas, was ihr liebt, sucht euch einen Job, in dem ihr aufgehen könnt, denn hier, ihr verbringt die meiste Zeit eures Lebens mit Arbeiten. Das ist der größte Teil. Und hier im Alter, gut, wenn ihr da noch gesund seid, dann könnt ihr da noch ein schönes Leben führen, aber
sind wir mal ehrlich so, das ist nicht mehr so schön wie die Zeit hier, hier zwischen. Und hier am Anfang habt ihr noch gar nicht so viel Freiheiten. Ihr seid noch gar nicht zu so vielen Sachen fähig. Ihr habt doch für viele Sachen gar nicht die finanziellen Mittel. Viele Sachen dürft ihr vielleicht gesetzlich noch nicht. Deswegen ist hier euer Main Part. Und Leute, tut das, was ihr liebt. Das möchte ich euch noch mitgeben. Ich switch jetzt nochmal die Kamera eben. Ganz kurzes Intro-Video. Ich hoffe, das Beispiel hier hat euch ein bisschen vielleicht die Augen geöffnet, dem einen oder anderen. Und der eine oder andere von euch ändert vielleicht jetzt was. Es gibt viele, die versauern in einem Job, den sie nicht mögen. Klar, manche Sachen muss man machen, weil man sie halt, weil man irgendwie auch überleben muss, Geld verdienen muss und so weiter. Aber ihr müsst nicht, oder ihr solltet nicht in einem Job versauern, der euch komplett unglücklich macht. Es sollte euch zumindest etwas Spaß machen. Geld ist da nicht immer alles. Versucht, eure Leidenschaft zu finden, eurer Leidenschaft nachzugehen. Ich habe das für mich persönlich eigentlich immer so die ganze Zeit gemacht und toi toi toi, es hat bisher funktioniert. Ich hoffe, das Video hat euch ein bisschen gefallen. Ich bin gespannt, was jetzt in Zukunft passiert. Ich werde einfach mal so drauf losmachen. Das Video war auch sehr spontan heute. Aber irgendwann muss man anfangen und das Jahr hat nur noch 3 Monate, also let's rock.